Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webinar 10 Learnings aus der B2B-Praxis für B2B-Marken. Man kann ahnen, es geht ums Thema B2B. Das ist ein Thema, was wir in den letzten Monaten und Jahren auch ein bisschen vernachlässigt haben. Von daher bin ich sehr froh, dass wir heute endlich mal zu dem Thema was machen. Da haben wir uns auch die Koryphäe besorgt, die man kriegen kann in Deutschland, nämlich den Jens Stolze. Jens Stolze ist Gründer und Inhaber von Creative 360, der Agentur für B2B-Online-Marketing. Beschäftigt sich seit mehr als 12 Jahren mit dem Online-Marketing für B2B-Unternehmen. Und viele kennen ihn vielleicht auch von seinem Blog. Seit 2006 ist er Herausgeber des B2B-Online-Marketing-Blogs, dem Fachblog mit Artikeln, Tipps und Trends zum Online-Marketing in der B2B-Welt. Wie gesagt, ich freue mich, dass wir ihn heute mit im Boot haben. Ich habe die Folien schon gesehen, finde sie sehr gut. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin erstmal Chefredakteur vom Sucher da und in Hauptfunktion aber Head of SEO bei der SEO-Sem-Agentur Blue Fusion. Und ja, ich werde das Ganze heute anmoderieren und später auch Ihre Fragen, die Sie haben, eben auch vorlesen. Wenn Sie Fragen haben, haben Sie unten so ein schönes Fensterchen, da können Sie alles reintippen. Wie gesagt, ich lese die dann später vor und der Jens wird sie beantworten. Noch in eigener Sache, die Fragen kommen immer. Ja, wir schneiden das Webinar mit. Sie kriegen diesen Mitschnitt am Montag per E-Mail. Auch die Folien sind dann damit drin. Dann können Sie das Ganze nochmal nacharbeiten. Zum Sucher da. Aktuell ist das Sucher da 50 raus, unsere Jubiläumsausgabe mit Foto Love Story. Find. Wer das eben nicht in PDF genießen möchte, kann sich das Print-Abo besorgen und wir haben im Moment noch das Schnupper-Abo. Da kriegt man 3 Ausgaben für den krummen Preis von 14,63 € innerhalb Deutschlands. Das Angebot gilt noch bis zum 10. Dezember, also immer gerne reingucken. Wir haben auch noch ein paar Webinare in der Pipeline. Für Q1 2015 haben wir schon viele interessante Themen festgelegt. Die Termine dafür folgen noch bald. Aber in diesem Jahr können Sie noch 2 Webinare besuchen. Das eine ist heute in 2 Wochen. Da geht es um Remarketing mit Google AdWords. Und nochmal 2 Wochen später, dann werde ich noch ein Webinar halten zum Thema 10 Fallstudien, herausragender Content für Top-Links. Ich glaube, das ist gerade so in der Vorweihnachtszeit nochmal was leicht Verdauliches und bringt noch viele gute Ideen fürs nächste Jahr. Anmelden können Sie sich immer unter sucherda.de/webinar. Da sind immer alle Termine und auch die Anmeldelinks. Ich möchte Sie noch gerne einladen. Wir von Blue Fusion machen noch einen Online-Marketing-Strategietag im schönen Münster am 29. Januar. Ist keine klassische SEO-Sem-Konferenz. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, es ist immer ein sehr, sehr spannender Tag. Schauen Sie mal rein unter bluefusion.de/bluecon. Und Sie können auf den ohnehin günstigen Preis noch 15% Rabatt bekommen mit dem Couponcode SucherDaWebinar. Würde mich freuen, wenn wir Sie da sehen. Was habe ich noch? Genau, bevor wir rüberschalten, wenn Sie noch ein bisschen was lernen wollen von meinem letzten Vortrag auf dem SEO Day, gibt es einen schönen Mitschnitt auf YouTube. Da geht es ums Thema Corporate Blogs. Sollte man das machen? Wie kann man entscheiden, was man machen sollte? Wie kann man es richtig machen? Welche Inhalte bringen mir eigentlich Traffic und Links? Das gibt es alles in diesem Vortrag. Von daher gerne mal reingucken. Das war's von mir. Wir schalten jetzt live nach Stuttgart zum Jens. Jens, deine Bühne. Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich so zahlreich heute teilnehme am Sucher-da-Webinar. Es ist wirklich schon ein bisschen her, wo wir das letzte Mal so ein B2B-Special hatten im Sucher-da. Insofern vielen, vielen Dank an euch vom Sucher-da, an dich, Markus und dein Team. Ich freue mich sehr, über den Weg im Google-Ranking für B2B-Marken zu sprechen. Ich habe mir ein kleines Beispiel rausgesucht, was sehr für mich sehr, sehr ansprechend ist und was ein bisschen verdeutlicht und die 10 Learnings ein bisschen untermauern soll, dass es ein bisschen verständlich und greifbar wird. Worum geht es? Es geht darum, dass B2B-Marken natürlich wesentlich erklärungsbedürftiger sind als B2C-Marken. Auch erklärungsbedürftige Produkte gibt es im Konsumermarkt, aber der Einkaufsprozess und auch die Personen, die daran beteiligt sind, sind nun mal wesentlich komplexer im B2B-Bereich. Steigen wir ein.
Letztendlich geht es darum, dass ich mir ein Beispiel rausgesucht habe, und zwar für Kettenfahrzeuge mit einer Schaufel und Fräse. Das ist die korrekte Fachbezeichnung. Worum geht es konkret? Es geht um Pistenmaschinen. Also das, was man quasi braucht, um Pisten für Skifahrer zu präparieren, den Schnee zu räumen, zu verfestigen, auch letztendlich die Pisten sicher zu machen. Aber wie so oft gibt es natürlich verschiedene Synonyme, und zwar auch den Begriff Pistenraupen, Pistenfahrzeuge, aber auch Pistenbully und Schneeraupe. Jetzt ist es so, dass natürlich die Frage ist, welcher Begriff ist am geläufigsten? Welcher ist der Begriff überhaupt? Und letztendlich ist das ja immer eine Frage der Potenzialermittlung. Wie suchen die B2Bs? Denken sie überhaupt schon in diesen konkreten Fachbegriffen? Darum wird es in den nächsten, ja, in den nächsten 30, 40 Minuten gehen. Wenn man sich die Begriffe anschaut, sind die natürlich, wenn man es auf die Piste runterbricht, natürlich schon sehr, sehr konkret. So denken viele aber nicht. Und im umgangssprachigen Bereich gibt es aus dem Amerikanischen den Begriff Snowcat. Und Snowcat wird aber umgangssprachlich auch hier im deutschsprachigen Raum mit Schneekatze verwendet. Und wenn man sich jetzt den Begriff anschaut als Synonym, ist es quasi auch sogar im Thesaur als Synonym angegeben für eben diese Begriffe der Pistenraupe. Wenn jetzt aber jemand wirklich Schneekatze verwendet in seinem Sprachgebrauch und will so eine Schneekatze kaufen, er sucht danach, dann findet er diesen berühmten Cat-Content. Ganz beliebt unten der Mann in dem Tigerkostüm, der letztendlich dort den Schnee schippt. Insofern wird er da, obwohl es ein umgangssprachlicher Begriff ist, nicht auf das stoßen, was er eigentlich will, nämlich eine Pistenmaschine für seinen Hang, für seine Schneeanlage etc., Skianlage. Insofern ist schon der erste wichtige Faktor, Fachbegriffe und umgangssprachliche Begriffe müssen im B2B ganz genau recherchiert werden, genau geprüft werden. Wenn man mit dem Thema noch nichts Berührung hatte, ist es ganz, ganz wichtig, mit Vertrieblern zu sprechen, sich in die Branche und in das Thema reinzuarbeiten. Man hat oft nicht so den schnellen Bezug dazu, weil es natürlich oft Produkte sind, die man privat gar nicht braucht. Und wer von uns hat schon eine Pistenraupe daheim stehen, außer einen großen Garten oder eine Skianlage. Letztendlich ist ganz, ganz wichtig, und das ist eines der ersten Learnings, die ich heute Ihnen mitgeben möchte, ist, dass das Suchverhalten im B2B in Einklang mit dem Kaufprozess zu analysieren und auszurichten ist. Also der Kaufprozess im B2B ist halt ein bisschen anders als im B2C. Wir haben, wie ich eingangs sagte, viele verschiedene Personen, die daran beteiligt sind. Klassischerweise unterscheidet man zwischen fünf Rollen, nämlich dem Entscheider, sind oft die Inhaber, die Geschäftsführer, Abteilungsleiter. Man hat die Anwender, in dem Fall, die wirklich die Schneeraupe, die Pistenraupe bedienen und fahren. Es sind aber oftmals nicht die, die es wirklich entscheiden, welche Maschine dort zum Einsatz kommt. Und je nach Firma, je nach Firmengröße und Betrieb noch Einkäufer, die letztendlich wirklich die Maschinen einkaufen. Gerade bei großen Skianlagen wird es vielleicht eine Einkaufsabteilung geben oder eine Buchhalterin, die das abwickelt. Und all diese Personen sind in diesem Kaufprozess. Und den unterscheidet man im B2B in fünf Stufen. Und zwar von der Erkennung des Problems über die Suche, die Lieferantenvorauswahl, die Entscheidung zum Kauf und die Anwendung. Gehen wir in die einzelnen Phasen hinein. Die Problemerkennung ist keine klassische Kaufprozessphase. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es ein ganz entscheidender Punkt ist, weil viele, viele B2Bs und Entscheider und Anwender haben schon irgendeine Lösung. Also sie haben schon irgendein Substitut, haben schon irgendein Produkt, mit dem sie das lösen, was sie lösen müssen. In dem Fall Schnee zu räumen, Leuten zu präparieren. Jetzt ist ihnen nicht bewusst, dass es vielleicht eine Maschine gibt, die das besser kann, effizienter kann, wo sie Energie sparen können, wo sie eventuell auch Zeit sparen können oder auch einfach die Sicherheit größer ist. Und dieses Problem muss adressiert werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, bevor es also zu einer Suche geht und zu einem Bewusstsein, eine neue Maschine kaufen zu wollen, muss dieses Problem adressiert, angesprochen, kommuniziert werden. Das kann über die Suchmaschinen passieren, kann aber auch in einer Vorstufe über Fachmedien, Foren, Social Media passieren. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil in dieser Phase letztendlich die Lösungsfindung eingeleitet wird. Also wenn ein B2B-Entscheider und Einkäufer nicht weiß, was er möchte, was er braucht, dann muss er unterstützt werden, um zu wissen, wie kann ich es lösen, was für eine Art von Maschine, Gerät brauche ich und welches Produkt ist es tatsächlich. Und wenn er das soweit weiß, wenn er darauf aufmerksam gemacht wurde, dass zum Beispiel eine Pistenraupe eines neueren Modells oder mit anderen Funktionen und Features sein Problem besser lösen kann, dann begibt er sich letztendlich auf die detailliertere Suche und der Bedarf wird konkretisiert.
Also er merkt, okay, was kann ich gebrauchen, was ist für mich sinnvoll. Er muss für sich den Anwendungsfall finden, dass er wirklich erkennt, dass so eine Maschine für sich Sinn macht. Und wenn er dann letztendlich diesen Bedarf konkretisiert hat, dann wird er sich auf die Lieferantensuche begeben. Da ist es im B2B so, dass mindestens 2 bis 3, oftmals sogar 4 bis 6 Anbieter recherchiert und selektiert werden und auf einen eigenen engeren Lieferantenkreis eingegrenzt werden, um dann auf Basis dieser auf 1 bis 2, 3 zu reduzieren und die Kaufentscheidung zu treffen. Also es ist ein recht komplexer Prozess. Bei so einer Maschine, bei einer Pistenroppe, kann dieser Prozess mehrere Monate, vielleicht auch Jahre dauern. Das kommt ganz darauf an, ob man nur eine Maschine braucht, ob man mehrere Maschinen braucht, wie lange die Amortisationszeiten sind, bis sich so eine Maschine abbezahlt und gerechnet hat. Und so eine Maschine kostet schnell 150, 200, 250.000 Euro, je nach Ausstattung und Größe. Jetzt gibt es in diesem Geschäft zwei große Anbieter. Das ist Casebohrer mit dem Pistenbully. Und die Firma Prinot, das ist einmal eine italienische Firma, die Prinot, und die Casebohrer ist ein Unternehmen aus Württemberg, also relativ nah hier zu Stuttgart. Man unterscheidet ganz klar, sieht, die Pistenbullys sind eine sehr emotionale Ansprache, man sieht auch schon bei Prinot, dass dort auch sehr viel mit Bildern gearbeitet wird. Und entscheidend ist, dass es viele, viele andere Anbieter auch mal gab. Aber der Markt hat sich vor einigen Jahren konsolidiert. Da haben halt die Firmen andere Firmen aufgekauft und die sind quasi in den Firmen aufgegangen. Und dementsprechend gibt es eigentlich nur die zwei Player, also wirklich große Player von Herstellern. Das ist hier ein Sonderfall, weil in vielen anderen Märkten gibt es viel, viel mehr Auswahl, viel, viel mehr Möglichkeiten. Hier kann man natürlich überlegen, inwiefern, und das muss man einfach berücksichtigen bei solchen Suchmaschinenstrategien, wie stark die Marke schon bekannt ist, ob die Firmen direkt nach den Marken suchen oder eben nicht. Und während des Kaufprozesses, den ich gerade angesprochen habe, verändert sich die Suche. Das werden wir auch gleich sehen. Also diese Art, wie gesucht wird, welche Begriffe dort verwendet werden, sind sehr, sehr unterschiedlich, während der Nutzer schon noch am Anfang des Kaufprozesses stand. Schauen wir uns das an. Ich sprach davon, dass es eine Problemerkennung gibt, bevor es den Kaufbedarf gibt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, und das ist so eine klassisches Modell letztendlich, wenn man noch nicht die Lösung definiert hat, dass am Anfang der Aufklärungsbedarf sehr, sehr hoch ist, während der Kaufbedarf sehr gering ist. Und der Kaufbedarf steigt über die Zeit. Also während er am Anfang sehr gering ist, weil er entweder noch nicht weiß, dass er wirklich ein Produkt kaufen möchte, oder wenn er den Kaufbedarf ein Stück weit schon hat, noch nicht weiß, was er kaufen möchte. Und es nimmt in der Zeit zu. Also da kippt quasi die Aufklärungsarbeit und die Kaufbereitschaft steigt. Das heißt also, dass wir am Anfang eine ganz klare Aufklärung brauchen und wir müssen auch die Suchbegriffe danach trennen. Wir müssen also schauen, welche Begrifflichkeiten werden in der ersten Phase gesucht und welche in der zweiten Phase, wo der Kaufbedarf konkreter wird. Und danach muss man unterscheiden. Jetzt ist es aber eine ganz wichtige Frage der Marktsituation. Das heißt also, ist es ein Produkt, was neu in den Markt eingeführt wird, was moderner ist, innovativer ist, was eventuell vorher noch gar nicht am Markt vorhanden war, weil es eine komplette Innovation ist. Sofern es ein Produkt ist, was jeder kennt, was jeder möchte, wo er jetzt vielleicht nur noch ein Zweitgerät kaufen möchte oder das Folgemodell, dann ist der Kaufbedarf schon eher geweckt. Wenn jetzt mal eine Maschine komplett neu auf den Markt kommt oder eingeführt wird und man noch nichts davon weiß oder sie die Art der Loipenpräparierung, die Art des Schneeräumens komplett verändert und anders realisiert, dann ist es den Firmen nicht bewusst. Sprich, man muss dort auch im gesamtheitlichen Suchmaschinenmarketing auch Pressearbeit durchführen, Content-Marketing durchführen, Fachartikel streuen etc. Also halten wir fest, die Suchanfragen verändern sich während dieses Kaufprozesses und werden schrittweise präziser. Wie werden sie präziser? Es gibt so eine Evolution, die wir mal entwickelt haben, die findet in 5 Stufen statt. Am Anfang wird noch sehr unpräzise gesucht. Also das heißt, wenn ein B2Bler eine Pistenraupe kaufen möchte, wird er am Anfang vielleicht noch gar nicht nach Pistenraupe suchen, sondern eben nach Schneeräume oder nach Schneeräumfahrzeug, nach Loipenpräparierung. Also wesentlich thematischer und unpräziser, und da verschwimmen genau die ersten beiden Phasen, nämlich die thematische und die unpräzise Suchanfrage.
es wird immer B2Bler geben, die vielleicht seit vielen Jahren schon in der Branche sind, die kennen die Begriffe, denen ist auch Pistenbully, der Pistenraupe ein Begriff, die werden da auch vielleicht schon bestimmte Produkte kennen. Aber es gibt immer wieder neue in der Branche oder jüngere Anwender, die suchen ganz anders, die haben ein anderes Empfinden für das Thema. Aber während der thematischen Suchanfrage findet eben diese Präzisierung und die Bedarfserkennung statt. Als nächster Schritt kommt die lösungsorientierte Suchanfrage, sprich er kann genau eingrenzen, was er für eine Maschine braucht. Soll es eine große Maschine sein, eine kleine? Soll die Schaufel vorne nur 3 Meter breit sein oder 5 Meter breit sein? Sprich, er kann viel, viel genauer einschätzen, was er wirklich braucht für sein Thema, für seinen Anwendungsfall, seine Situation. Und damit kann er eventuell auch schon an der Stelle die Lieferantenliste ein Stück weit aufbauen und eingrenzen und dann eher bedarfsorientierter suchen. Sprich, wenn er dann eben in diesem Kaufprozess voranschreitet, wird er schon eher zum Beispiel nach dem Produktnamen und dem Markennamen suchen oder nach einem konkreten Maschinentyp, was dann letztendlich final in der kauforientierten Suchanfrage mündet. Jetzt ist es so, dass hier in dem Fall man sich immer die Frage stellen muss, kann er online kaufen? Kann er nur offline kaufen? Kann er eine Bestellanfrage auslösen? Muss er letztendlich gewisse Daten anfordern, um auch vielleicht den Maschinentyp einschränken zu können? Das alles spielt eine ganz wichtige Rolle für die Art der Suchbegriffe. Heißt, das nächste Learning ist, dass diese Keyword-Strategie an die Marktsituation und Positionierung anzupassen ist. Was heißt das? Das heißt, wie ich schon gerade eben kurz angerissen habe, wenn ein Produkt neu in den Markt eingeführt wird, ist es immer ein schwieriger Fall. Beispielsweise, wir hatten einen Fall kürzlich, wo ein Hersteller ein Produkt neu in einen Markt einführen wollte, den er vorher noch nie angesprochen hat. Also nicht nur neues Gerät, neue Maschine, sondern auch einen neuen Markt, die eigentlich von der Marke, von dem Unternehmen noch nie etwas gehört haben und mit denen noch keine Kontaktpunkte hatten. Dazu gab und gibt es viele Substitute, also auch eine Leutenpräparierung oder eine Schneeräumung kann natürlich mit Alternativen durchgeführt werden. Das heißt also, man muss genau abwägen, wo sich die Zielgruppe befindet. Wem man die ansprechen, die schon den Bedarf konkretisiert haben und genau wissen, was sie wollen, also wenn ich jetzt kurz zurückgehe, sprich die, die weiter hinten in der Evolution stehen, oder die weiter vorne? Das ist eine ganz strategische, entscheidende Frage, weil das ist ganz entscheidend für die Auswahl der Keywords, hat eine Einflussnahme auf das Content Marketing, weil wenn ich auf den Bedarf gehe, da brauche ich eigentlich nur die Begriffe bewerben und die Begriffe im Index pushen, die darauf einzahlen und nicht auf die Aufklärungsphase, nicht auf die Problemerkennungsphase. Das ist ganz entscheidend, weil es auch Einflüsse auf die Budgets hat, auf die Strategie der Website, wie viele Inhalte auf der Website sein müssen, ob ich nur die Produkttypen darstelle oder auch einfach vielleicht einen Blog zu Schneeraupen aufbaue, Fachartikel streue, Whitepaper schreibe, Videos produziere etc. Und die Positionierung ist insofern auch ganz wichtig für die Marke an sich. Also Pistenbully beispielsweise ist das Tempo der Schneeraupen. Der Schnee- und Pistenraupen, weil der Begriff selber, das sehen wir später, ist wesentlich bekannter als zum Beispiel Pistenraupe oder Schneeraupe. Und da hat sich ein Begriff etabliert, der letztendlich schon bekannt ist, während Prinot als italienische Marke jetzt nicht diesen Markenbegriff per se hat, weil Pistenbully wirklich eine Marke von Caseborough ist, der auch so sich etabliert hat. Also das heißt, wenn jemand natürlich noch nicht diese Präferenz hat, und weiß, er hat eine große Fläche, er hat nicht nur einen kleinen Hang irgendwo im Vorarlberg in Österreich, sondern eine große Fläche in den Alpen auf einer hohen Lage, auf 200.000 Metern etc., dann wird er vielleicht suchen, Pistenfahrzeug für große Flächen. Jetzt wird er merken, oh, Pistenfahrzeug ist vielleicht gar nicht so der richtige Begriff, sondern Pistenraupe scheinbar, aber man sieht schon ganz klar hier, dass die Firma Prinot genau auf diesen Anwendungsfall sich optimiert hat. Das heißt, man findet dort bei Prinot eine Seite, die genau letztendlich ein Produkt anbietet, was für große Flächen geeignet ist. Und das ist in dem Fall das Beast. Die haben verschiedene Begriffe für ihre Produkte, Beast, Lightwolf etc. Und dort holen sie letztendlich diese Suchenden, die Nutzer ab mit einem Produkt, mit einer Seite, die genau auf dieses Thema große Flächen abzielt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil B2Bs wollen das Gefühl haben, dass sie verstanden werden, dass jemand da ist, der genau für seine Situation, für seinen Anwendungsfall eine Lösung hat, ein Produkt hat.
Das ist umso schwerer im B2B, weil es halt wahnsinnig viele Anwendungsfälle gibt. Es ist nicht untypisch, dass die Firmen sehr, sehr heterogene Branchen und Anwendungsfälle haben. Gut, hier ist der Anwendungsfall an sich erstmal eingegrenzt auf Schnee, auf alpine Gebiete, aber es gibt auch andere Fälle, wo diese Raupen zum Einsatz kommen können, auch wenn kein Schnee liegt, wo bestimmte Flächen auch bearbeitet werden können. Und genau sowas muss beachtet werden, dass die Personen wirklich in ihrem Anwendungsfall, in ihrer Situation abgeholt werden und sich dort verstanden fühlen. Heißt, der Lösungsbedarf steht immer vor dem Kaufbedarf und der Begriff und die Art der Suche und die Optimierung der Website und damit das Google Ranking ist daraufhin anzupassen. In dem Fall hat Primoros richtig gemacht. Pistenfahrzeug für große Flächen, sie haben eine Landeseite dafür, man kann sich reinklicken, die Seite ist emotional und holt die Nutzer ab. Das heißt also, die inhaltliche Grundlage ist kommunikativ und SEO-spezifisch zu arbeiten. Was heißt das? Viele Firmen haben das Problem, dass sie reine Produktanbieter sind. Also viele B2B sind immer herstellende Firmen. Und klassischerweise sind die vertrieblich orientiert, vertrieblich aufgestellt vom ganzen Marketing, sofern ein Marketing vorhanden ist. Es gibt nicht selten den Fall, dass gestandene, sehr, sehr namhafte B2B-Firmen, Hersteller von Dämmsystemen, von Messgeräten, von Maschinen, von Anlagen, in dem Fall von Pistenraupen, kein Marketing haben und nur die Produkte quasi auf ihrer Website darstellen. Das wissen wir wahrscheinlich alle und Sie alle, für Produkte zu optimieren, dann noch vielleicht für einen Shop, ist eben eine andere Herausforderung als für eine klassische Corporate-Website. Und diese inhaltliche Basis, die dafür notwendig ist, im Index gut zu erscheinen, ist oftmals einfach nicht ideal. Und was heißt kommunikativ überarbeiten? Das heißt, wir brauchen andere Inhalte. Und zwar die Produktkommunikation, die sich auf die Maschinen, in dem Fall die Pistenraupen, ausrichtet, wandelt sich seit Jahren. Die Nutzer wollen nicht mehr mit den Produkten angesprochen werden, sie wollen, wie ich es gerade sagte, verstanden werden, sie wollen sehen, dass jemand eine Lösung hat für ihre Situation und sie wollen den Nutzen erkennen. Also die Nutzenkommunikation steht momentan und auch in Zukunft viel stärker im Fokus als die Produktkommunikation. Natürlich sind die Produkte auch wichtig. Man muss auch die Produktkommunikation führen, man braucht die Informationen dazu. Aber im ersten Schritt möchte ich den Nutzen erkennen und auch die Vorteile erkennen. Heißt, wenn wir auf das Beispiel der Pistenfahrzeuge zurückkommen, dass letztendlich die Seite ihn wirklich abholt. Aus SEO-Sicht natürlich die Begriffe aufgreift, aber aus aktuellen Google-Update-Aspekten wie kürzlich natürlich dem Panda 4.0 oder Hummingbird, dass da die Inhalte konkreten Nutzen bieten, auf die Nutzer zugeschnitten sind, dass sie lösungsorientiert geschrieben sind, dass sie auch vielfältiger sind, als nur sich auf eine Keyword-Dichte orientieren und dementsprechend die Nutzer abholen. Hier ist es so, dass da sowohl die Keyword-Orientierung eingehalten wurde, also die Vorteilskommunikation, die Nutzenkommunikation, wo ganz klar gesagt wird, was kann man da machen, welche Vorteile hat man, ist es emotional und visuell aufbereitet und die Inhalte müssen eben genau diese Mischung haben. Also das Gerät bietet es an, das ist das Schöne bei solchen Herstellerfirmen, man hat natürlich tolle Bilder, tolle Produkte, mit denen kann man arbeiten. Das ist bei Software natürlich entsprechend schwieriger, bei IT-Themen, das ist natürlich alles sehr abstrakt und virtuell. Und wir wissen, dass B2B-Entscheider wesentlich emotionaler entscheiden als bisher gedacht. Alle sind immer davon ausgegangen, sind rational, wir entscheiden sachlich, wir haben ja kein Gefühl. Nee, die Entscheidung ist ganz, ganz großen Teil eine Bauchentscheidung, aber die Bauchentscheidung kommt durch die Fakten, durch die Inhalte. Also für das gute Gefühl letztendlich, was da notwendig ist. Und diese Mischung ist letztendlich ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig dabei ist auch, dass letztendlich dieser Nutzen über die Texte reinkommen muss, über die Inhalte und über die Vorteilskommunikation. Und da stehen die aktuellen B2B-Firmen vor großen Herausforderungen. Es ist nicht selten, dass genau diese Inhalte, wie man es hier sieht, dass halt die Nutzen kommuniziert sind, dass die Texte geschrieben sind, noch gar nicht existieren, noch gar nicht ausgearbeitet sind. Was sind die Aspekte, was sind die Inhalte, die Nutzer wirklich abholen? Das ist eine große, große Herausforderung und SEO wandelt sich da im B2B wirklich von einer reinen Keyword-Optimierung und produktorientierten Optimierung hin zu einer nutzenorientierten Optimierung für Suchmaschinenoptimierung.
Aber, und das ist ganz interessant, jahrelang wurde immer davon gesprochen, ja, Backlinks sind viel wichtiger als On-Page-Optimierung. Im B2B ist On-Page-Optimierung nach wie vor wichtiger als Link-Building. Warum ist das so? Die B2B-Firmen haben oftmals eine sehr schlechte Basis. Wir haben an sich die Erfahrung gemacht, dass jahrelang die technische Basis schlecht war. Aber letztendlich ist es so, dass die Inhalte wirklich letztendlich verbessert werden müssen. Also da stimmt die Basis nicht. Technisch hat sich viel verbessert in den letzten Jahren, aber aktuell sehen wir wieder die Fälle, dass viele Systeme einfach doch nicht so optimal sind. Und da haben sie viele, viele Hausaufgaben, viele, viele Basics, SEO-Basics, die dort erfüllt werden müssen. Bevor die nicht stimmen und die Firmen keine Inhalte haben, können sie auch kaum Backlinks generieren. Und das ist im B2B sehr schwierig. Also erstmal ist die Vielfalt an Quellen, wo man Backlinks generieren kann, wesentlich geringer als im B2C-Bereich. Wenn man jemanden für Touristik oder Medizin oder was auch immer entsprechende Backlinks generieren will, dann findet man viel, viel mehr als für bestimmte erklärungsbedürftige Themen, wie in dem Fall Schneeräumung, Loipenpräparierung, Pistenraupen etc. Und sind auch wesentlich komplexere Themen, was auch das schwieriger macht, dort entsprechende Inhalte zu bekommen. Und wenn man diese Inhalte nicht hat, dann wird es auch sehr schwer fallen, Links zu generieren. Und deswegen kann man sagen, dass die Verteilung von On-Page zu Off-Page einfach von zwei Drittel zu ein Drittel wirklich der Fall ist aktuell. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, auf die Situation der Unternehmen, aber generell ist On-Page-Maßnahmen wesentlich wichtiger und häufiger durchzuführen als Off-Page-Maßnahmen. Und man kann auch im B2B mit On-Page-Maßnahmen, guten On-Page-Maßnahmen, noch sehr, sehr gute Resultate erzielen, auch wenn man nicht so eine gute Backlink-Struktur hat, noch kein großes Link-Building aufgebaut hat. Nehmen wir in dem Fall hier das Thema Pistenraupen. Wir haben ja verschiedene Begriffe, also zum Beispiel Pistenraupen, Pistenfahrzeug und Pistenbully, was alles Synonyme sind. Diese Vielfalt muss beachtet werden, weil, wenn man sich das anschaut, auch wenn es so kleine Unterschiede sind, aber bei Pistenraupen ist halt Wikipedia an erster Stelle und eine Galerie, eine Fotogalerie-Seite von Snow Groomer, was auch wiederum ein Synonym ist, und eine Handelsseite für Pistenraupen. Während bei Pistenbully die eigene Website gegeben ist, plus der Wikipedia-Eintrag von der Firma Casebora, was der Hersteller ist, und die Schweizer Präsenz. Ist natürlich auch der Markenname gleichermaßen. Und bei Pistenfahrzeug wiederum ist ganz klar der Wettbewerber, der Prino, weit vorne. Und die Wikipedia-Eintrag plus interessanterweise ein Skigebiet, wo man quasi ein Pistenfahrzeug mal fahren kann. Da kann man mal mitfahren und sich das mal anschauen. Sprich, man muss genau schauen, welche Worte letztendlich wichtig sind und wo man da konkurrieren möchte und wie man präsent sein möchte. Also die Vielfalt muss ganz wichtigerweise beachtet werden. Aber das SEO-Writing ist für B2B-Themen, für erklärungsbedürftige Produkte und Themen sehr, sehr anspruchsvoll. Das sind nun mal Themen, mit denen wir privat an sich keine Berührung haben. Gut, eine Schneeraupe sieht man, wenn man Ski fährt, klar. Aber mit vielen, vielen Anlagen und Maschinen, die hat man nun mal nicht privat, die braucht man nicht privat. Das ist viel, viel schwieriger, sich reinzudenken. Es gibt Themen, wo man sich leichter reindenken kann und wesentlich länger braucht. Die Themen sind anspruchsvoll. Oftmals, wie die Erfahrung gemacht, ist es so, dass bestimmte Fakten noch gar nicht ausgearbeitet sind, was wiederum die Basis darstellt für eine Texterstellung und Textoptimierung. Und die reine Keyword-Optimierung ist auch passé, sprich SEO und B2B wandelt sich wirklich, dass man eigentlich nicht nur reine SEO-Manager braucht, die das optimieren können, sondern eigentlich sehr gute Texter braucht, die sich in dem Fachthema auskennen, aber auch die SEO-Skills haben. Und das ist nicht leicht zu finden. Also entweder hat derjenige gute Fachskills, aber keine SEO-Skills, oder derjenige ist ein Top-SEO-Profi, hat aber nicht die B2B-Denker. Und das ist sehr, sehr schwierig. Aber natürlich kann man sich in beide Themen reindenken, was auch notwendig wird. Und das verändert so ein bisschen die Rolle auch generell, aber auch für B2B im Spezifischen. Gucken wir uns nochmal Prino an. Die holen die Nutzer nicht nur über die Produkte ab, was Pistenbully macht, sondern über die Anwendungsbereiche. In dem Fall haben sie 6 Anwendungsbereiche definiert für Alpin, Parkbau, Loipenpräparierung, Schneemobiltrassen, Transport und alternative Anwendungen. Und für jeden Anwendungsfall haben sie entsprechende Unterseite,
die, wenn man zum Beispiel Pistenraupen für Parkbau sucht, entsprechend gefunden wird. Also diese Seite, die man hier unten rechts sieht, ist genau die Landeseite, die sich hier hinter dem Menüpunkt Anwendung Parkbau verbirgt. Und so werden die Nutzer abgeholt und dieser Inhalt muss erst erstellt werden. Also oftmals haben die Firmen einfach diese Inhalte noch gar nicht. Und das verändert aktuell auch die komplette Website und SEO-Strategien für B2Bs. Erst vor einer Woche saßen wir bei einem Kunden, klassisches Industrieunternehmen, Hidden Champion, 1500 Mitarbeiter. Die sind auch bisher ganz klassisch vertrieblich aufgestellt gewesen, produktorientiert aufgestellt gewesen. Und jetzt für die neue Website und auch die SEO-Strategie werden dort Anwendungsszenarien in die Website einen Einzug haben. Die wurden ausgearbeitet, die wurden definiert. Aber die Inhalte dafür gibt es noch gar nicht. Da ist null. Was man da sagen kann, ist in den Köpfen. Das muss jetzt rausgeholt werden, da müssen Texte geschrieben werden, Bilder kreiert werden, um dann überhaupt für diese anwendungsorientierten Suchbegriffe gefunden und präsent zu werden. Heißt, man muss ganz genau den Informationsbedarf ermitteln und dann den Content erstellen, der zu der Suchanfrage passt. Natürlich geht dem Ganzen voraus die Keyword-Analyse, die Potenzialanalyse, welche Themen, welche Begrifflichkeiten wichtig sind, um dann daraufhin die Website und das Website zu verbessern, das Ranking entsprechend zu erhöhen. Ganz wichtig dabei ist, dass man Doppeldeutigkeiten und Verwechslungsgefahren mit B2C-Märkten beachten sollte. Das ist ganz, ganz wichtig. Kleines Exkursbeispiel. Es gibt halt viele, viele Synonyme im B2B. Vier bestimmte Begrifflichkeiten, vier bestimmte Themenbegriffe etc. Oder es gibt Abkürzungen. Und die Abkürzungen können oft etwas ganz anderes bedeuten. Und während sie vielleicht im B2C eine Bedeutung haben, die überhaupt nichts mit dem eigentlichen B2B-Thema zu tun hat, muss man das beachten, muss man Rücksicht darauf nehmen und das auch genau analysieren, um halt Verwechslungsgefahren zu vermeiden, Streuverluste zu minimieren. In der Werbeschaltung wäre es natürlich arg, wenn man da ein CPC zahlt für einen Besucher, den man nicht möchte. Aber im Index natürlich auch sollte man zu den Themen präsent sein, die wirklich ganz eng an der Zielgruppe sind. In dem Fall, wenn wir uns zum Beispiel den Pisten-Bully anschauen, und das wird ganz, ganz deutlich, wenn man hier die Bildersuche nutzt. Nicht alle nutzen die Bildersuche, viele nutzen die klassische Websuche, aber wenn man die Bildersuche nutzt, wird einem sofort klar, wo hier die unterschiedlichen Anwendungsfälle sind und wie man hier Verwechslungsgefahren vermeiden kann. Weil, wenn jetzt ein Nutzer Pisten-Bully als Begriff noch nicht im Kopf hat, sondern eher nach seiner Anwendung, aus seiner Situation heraus denkt, dann denkt er an, ich muss den Schnee räumen, ich muss das beglätten, begradigen, aufbauen. Dann denkt er vielleicht erstmal an Schneeräumfahrzeugen. Aber wenn er das dann mal sucht, stellt er fest, Moment, das sind eigentlich eher Schneeräumfahrzeuge für die Straße, für den Asphalt und nicht für Schneehänge gedacht. Wenn er dann überlegt, brauche ich vielleicht Schneeräummaschinen, stellt er ganz schnell fest, Moment, das sind eher so Handgeräte, die für Gehwege und Gehsteige verwendet werden. Wenn er dann weiter konkretisiert und in der Suche voranschreitet, merkt dann, er ist mit Pistenraupe dann doch richtig bedient, weil das genau der Fachbegriff ist für das Eigentliche, was er sucht. Und damit merkt er auch und konkretisiert seine Suchanfrage. Heißt, man muss die konkreten Suchbegriffe wirklich auch in der Optimierungsstrategie, in der Search Engine Strategie für Werbung und für Optimierung beachten. Und vor allem die Anwendungsfälle beachten, wo das Produkt wirklich zum Einsatz kommt, ob das zu dem entspricht, was derjenige wirklich will und wirklich sucht. Nischen-Keywords sind im B2B nicht selten, aber das Interessante ist, trotz dessen, dass sie niedriges Suchvolumen haben, sind sie sehr hart umkämpft. Wir sind halt hier im B2B-Bereich, das ist nicht selten, dass es Suchanfragen gibt, die sich im zweistelligen, dreistelligen, vierstelligen Bereich bewegen und nicht im 5-, 6-, 10-stelligen Bereich, je nachdem. 10-stellig ist vielleicht ein bisschen groß. Und der Punkt ist halt der, dass trotz dessen, dass es also wenige Anfragen gibt, ist das Interesse sehr, sehr groß, diese Person anzusprechen. Weil diese Person, die ist, auch wenn es wenig gesucht wird, ist das eine sehr, sehr qualifizierte Anfrage, es sind sehr, sehr qualifizierte Personen und Firmen dahinter, die, auch wenn sie wenig suchen, das entsprechende Produkt benötigen.
Und wir alle kennen den Longtail-Effekt, das darauf zahle ich ein. Es gibt ja den Shorttail und Longtail-Bereich. Und im B2B ist es so, dass die Anzahl der Longtail-Keywords im B2B-Bereich teils extrem hoch ist. Also da spreche ich jetzt nicht von einer normalen Verteilung, sondern wenn man die ganzen Synonyme hier beachtet, jetzt nur Pistenrobbe beachtet, da haben wir ja schon 5 bis 6 Synonyme und dann gibt es auch noch verschiedene Schreibweisen plus Kombinationsworte für verschiedene Begrifflichkeiten mit gebraucht, ohne gebraucht, mit kaufen, mit der Marke, mit dem Anwendungsfall, mit dem Szenario, mit dem Thema. Und da kann es gut sein, dass vielleicht nur 200 Begriffe so die Top-Worte sind und dafür aber 100, 200 entsprechend den Longtail-Bereich ausmachen, was dann in einem sehr, sehr starken Missverhältnis steht. Und deswegen ist die Analyse auch hier wesentlich aufwendiger im B2B-Bereich, um halt auch genau abwägen zu können, wohin geht die Strategie, weil da hat man halt auch viele, viele Begriffe, die wirklich sehr, sehr geringe Suchvolumina haben und nur wenige, die wirklich mit höheren Suchvolumina rausstechen. Schauen wir uns das mal näher an. Nehmen wir den Pistenbully. Das ist ein sehr bekannter Markenbegriff und gleichzeitig ein Synonym für das Produkt selbst, die Pistenraupe. Und es wird am meisten gesucht, während aber Pistenraupe beispielsweise mittleres Volumen hat, aber fast den geringsten Search CPC-Preis für Suchmaschinenwerbung. Und so stellt sich hier die Frage, ob man alle abdecken möchte, ob man vielleicht nur für Pistenbully und Pistenraupe Suchmaschinenoptimierung betreibt. Und dafür aber alle bewirbt. Pistenraupe, finde ich persönlich, hat ein hohes Potenzial, weil es wird zwar nicht so stark gesucht, hat aber einen guten CPC, während Schneeräummaschine mit sehr, sehr wenig Suchvolumen im Monat einen sehr relativ hohen, also den höchsten, fast zweithöchsten CPC sogar hat. Also sprich, die kleinen Begrifflichkeiten mit den kleinen Suchvolumina sind im CPC am teuersten und die höheres Volumen haben, sind da entsprechend günstiger. Danach ist die Strategie anzupassen. Man muss hier bei dem Thema sogar beachten, dass wir natürlich eine Saisonalität haben. Sprich, da wird halt zwischen Oktober und Januar, Februar eher mal nach so einen Begrifflichkeiten gesucht, was für Coverage zwar ein bisschen schlecht ist, weil man sollte eher antizyklisch kaufen und investieren, aber so sind die Menschen und so passiert es und dementsprechend sind da natürlich auch die Preise hoch. Man muss hier auch erschwerend bedenken, dass es zwar zwei Markenhersteller gibt, aber es gibt ganz, ganz viele Händler, andere Websites und Anbieter, die auch darum buhlen, um einen sehr eingegrenzten Markt, der vielleicht nicht aus Hunderttausenden möglichen Kunden besteht, sondern vielleicht auch aus nur ein paar Tausend. Ja, wenn wir uns die Pistenraupe anschauen, sehen wir ganz klar, dass hier nicht weder Prino noch Pistenbully Casbora präsent ist, sondern eben der Wikipedia-Eintrag und der Handelsverkauf von Pistenraupe EU. Und dann als erstes kommt sogar eine Reportage über Pistenraupen am Hangen im österreichischen. So, also sprich, da sind Chancen nicht genutzt worden und man muss die Strategie ganz genau abwägen, wie man da reingehen möchte. Auch wenn die Markenbekanntheit hoch ist, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es nicht verkehrt ist, trotz dessen die Worte zu bewerben, um die Person in dem Kaufprozess abzuholen, das Vertrauen zu bestätigen, aber das sind auch Effekte, die sicherlich auch im B2C stattfinden. Was mich dazu führt, dass wir auch die Erfahrung gemacht haben und ein weiteres Learning ist, dass eben flankierende Suchanzeigen im B2B definitiv unerlässlich sind. Gut, wir kennen alle den Incremental Ad Click, den IAC. Und das heißt, dass halt eben nur, auch wenn der Index noch so gut sein sollte, wir können nicht alles kompensieren, wenn wir die Werbeanzeigen abschalten. Und ob die Quote jetzt bei 80% liegt in der Kompensierung oder nur bei 20% wäre zu prüfen. Aber im B2B-Bereich haben wir einfach auf den Fall, dass weil die Longtail-Worte so breit sind und wir eben nicht für alle die Website optimieren können, müssen wir eine Strategie wählen, die darauf einzahlt, dass eben vielleicht der Großteil beworben wird und nur ein kleiner Teil optimiert wird. Oder eben alle beworben werden oder nur der Longtail beworben wird und der andere Teil für das Ranking optimiert wird und das ist entsprechend zu beachten. Hier in dem Fall bei zum Beispiel gebrauchte Pistenraupen sieht man auch wieder den Handel, dann auch wieder Pistentag als auch Handelsunternehmen und in dem Fall zum Beispiel eBay, eine eBay-Anzeige, wo man in dem Fall recht günstig einen kleinen Pistenbully für 15.000 Euro sucht. Also wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, gibt es bei eBay. Aber, und das ist jetzt das Kritische,
PistonTech ist halt ein Handel, der gebrauchte Maschinen anbietet. Der hat sicherlich nicht die starke Marke und nicht die große Emotionalität wie die anderen Seiten, aber ist wesentlich besser für dieses Keyword gelistet. Und das ist so eine große Herausforderung, die wir finden, eben genau eine gute, emotional gestaltete Website genauso gut in den Index reinzubekommen wie weniger gut gestaltete, aber dafür umso inhaltlich relevantere und besser performende Seiten hinzubekommen. Heißt, wir müssen darauf achten, dass wir die Sichtbarkeit trotz dessen aufbauen und den IAC-Effekt reduzieren und dementsprechend dort gut präsent sind und eine gute Strategie wählen. Wenn man jetzt sich das Piston Bully als Marke anschaut, ist Piston Bully selbst, wo der Markenname selber und der Begriff im Keyword vorkommt, gebrauchte Piston Bully, ist Piston Bully mit seiner Website erst auf Platz 5. Ja, vorher ist die eBay-Eintrag, dann Seilbahn CC, Seilbahn.net, Pistenraub.eu und eben die Seite von Piston Bully selbst. Hier Pistenraupe.eu ist halt auch dieser Handel, Wismüller, der entsprechend gefunden wird. Das Interessante ist, Piston Bully selbst hat eine Seite für gebrauchte Fahrzeuge. Da kann man nach Stärke, nach Laufleistung etc. filtern und es gibt auch eine Seite, die halt indexiert wird. Dumm nur, wenn die Seite halt eine 404-Seite fabriziert und man nicht zur Zielseite kommt. Da muss man schleunigst ran, dass man da entsprechend die URL korrekt umbaut oder anpasst, welcher Fehler auch immer dahinter steckt oder die entsprechend weiterleitet. Sprich, das Potenzial im Index als auch in den Anzeigenplätzen sind überhaupt nicht genutzt worden. Kommen wir zum Thema Content Marketing. Content Marketing ist in aller Munde, ist das Trendthema überhaupt. Für mich persönlich gesagt, das ist kein Trendthema. Ich beschäftige mich mit dem Thema Content Marketing und Content Marketing schon vor meiner Agenturzeit, seit ja, 10 Jahren, über 10 Jahren. Und das ist ja nichts Neues. Aber was neu ist, ist halt das, was ich mal am Anfang mit angesprochen habe, ist das Thema Nutzenkommunikation, ist der Wandel von der Produkt- zur Nutzenkommunikation und der daraus resultierende Umstand, dass die Websites sich verändern, dass sie neben der Produktpräsentation auch Themenbereiche haben, die auf Anwendungen einzahlen, auf Themen einzahlen, auf Lösungen, lösungsorientierte Ansprache. Und wenn man halt bestimmte Märkte erst noch aufklären muss, dann kann man über das Internet halt diese Problemerkennung sehr, sehr gut beheben und dementsprechend dort Themen platzieren, was eben Content Marketing so spannend macht und im B2B-Bereich besonders stark. Also wenn jemand zum Beispiel ganz klassisch erstmal nur nach Leuten Präparierung sucht und da gucken möchte, wie kann ich das machen, was muss ich beachten, welche Maschine wäre dafür das Beste, die Beste, dann macht das Prino sehr gut. Also die haben dann eine entsprechende Unterseite, sind sehr, sehr emotional unterwegs, bieten eine große Bildergalerie, verschiedene Videos an Content, eine entsprechende Einleitungstexte und wenn man das entsprechend sucht, wird es auch so gefunden. Also wenn man Leuten Präparierung sucht und sich darüber informieren möchte, wie geht's, was muss ich beachten, welche Maschinen sind möglich, welche Geräte in dem Fall, dann macht hier Prino alles richtig, weil sie die entsprechende Seite im Index haben und auf Platz 2 ist jetzt eine gute Platzierung. Interessant hier, zumindest bei meiner Suche kommen keine Anzeigen, also insofern top zur Platzierung. Und was sie auch sehr stark machen, das macht Prino äußerst stark, die haben viele, viele Videos, haben einen eigenen Video-Channel, sind entsprechend präsent mit Videos von, in diesem Fall, ersten X-Games in den USA, wo sie Sponsor sind, wo sie unterstützen, wo sie Reportagen machen, wo sie Videos letztendlich produzieren und entsprechend über Social Media und über ihre Website verbreiten. Heißt, wenn ich das so angehe, dann habe ich halt eine gewisse Dominanz. Und die kann ich sowohl in der Bildersuche erreichen, als auch in der Google-Suche und über Social Media, was sehr, sehr wichtig ist, was auch für B2Bs unterschätzt, immer wichtiger wird. Kommen wir zu einem der letzten oder dem letzten Learning. Und zwar ist es das Thema SEO für Online-Shops im B2B-Bereich. Das ist doch schon grundlegend anders für Corporate-Websites als für Corporate-Websites. Und das werden Sie jetzt wahrscheinlich auch verstehen, warum. Während Shops natürlich ganz klar abverkaufen wollen, die Produkte im Vordergrund stellen, die aber wissen, dass die Nutzer eine Nutzenkommunikation wollen und da auch entsprechende Inhalte wollen,
sind Corporate Websites eher anwendungsorientiert, lösungsorientiert, während die Shops die eigentliche Produkterstellung im Fokus haben. Und das verändert auch die Art der Keyword-Auswahl, die Art der Inhalte, die auf solchen Seiten bereitgestellt werden. Beispielsweise ist es so, dass viele Shops losgelöst sind von der eigenen Website. Bei manchen ist es wiederum integriert, da muss man auch überlegen, welche Strategie man wählt. Zum Beispiel kann man, wenn man den Shop integriert hat, die Seite schon komplett thematisch aufbauen und führen, sprich von den Themen zum Shop-Bereich, was dann auch für SEO natürlich einen sehr, sehr hohen Effekt hat. Wenn man aber losgelöste Shops hat und Shops, die nur die Produkte drin haben, dann müssen die Shops um Inhalte aufgewertet und erhöht werden. Und das ist halt eine andere Dimension der SEO-Optimierung. Also insofern ganz wichtig ist, was ich eingangs sagte, erstmal Emotionen und Vertrauen als Basis für den Abverkauf. Das müssen wir hier in dem Fall einfach mit Bildern, mit Texten, mit Galerien, wo man schon die Cockpits der Maschine sieht, bevor man überhaupt auf der Pistenhaube gesessen hat, aber auch eine emotionale Darstellung von dem Motor, weil die haben schon viel, viel Power, die können, weiß nicht, bis zu 54 PS haben oder mehr. Und die da drauf sitzen, sind sicherlich auch sehr technikverliebt und haben da Spaß dran. Und hier in dem Fall auch sehr wichtig der Vertriebskontakt und die Führung hin zum Vertrieb. Pistenbody selbst hat einen Online-Shop, aber für Fanartikel, also für Caps, für Jacken, für Handschuhe, für Zubehör, sage ich mal, wenn man da entsprechend Lust drauf hat. Und sie haben auch einen Ersatzteilshop, der allerdings ist nicht öffentlich und damit für den Index komplett ausgeschlossen, was natürlich aus SEO-Sicht nicht so ideal ist, aber aus strategischer Sicht wahrscheinlich Sinn macht, eben das zu verbergen. Und Shops selbst müssen halt, wenn sie entsprechend gefunden werden wollen für bestimmte Begrifflichkeiten, natürlich inhaltlich viel mehr ausdehnen und Glossare, nutzenorientierte Hinweistexte oder Infotexte enthalten, die entsprechende Inhalte abdecken als jetzt Corporate Websites. Aber es ist eine Frage der Strategie, wie man da rangehen möchte, ob man den Shop überhaupt im Index haben möchte, optimiert haben möchte oder ob man da die Corporate Website pushen möchte. Bei Prinot ist es so, dass sie zum Beispiel einen sehr, sehr umfangreichen Shop in Anführungsstrichen haben für Kauffahrzeuge, wo man einordnen kann, nach welchen Preisklassen man die Geräte haben möchte, für welchen Anwendungstyp, nach welchem Revisionsniveau, also sprich, wie überholt die Maschine ist, wie in welchem guten Zustand die Maschinen sind. Das ist sehr, sehr umfangreich, mit vielen, vielen Layern, mit vielen, vielen Informationen. Aber es fehlt halt der Content, der für SEO wirklich entscheidend ist. Und die Texte, und dementsprechend müsste das sogar angepasst werden, beziehungsweise muss ich die Frage stellen, ob man wirklich von der Website, die ganzen Inhalte enthält und auch die thematischen Seiten zum Shop führen möchte oder ob man auch den Shop im Index optimiert haben möchte. Aber all das, was man hier entscheidet, von der Website und SEO-Strategie, muss halt auf den Kaufprozess eingezahlen. Insofern können wir festhalten, dass die Einflüsse von B2B-Märkten ein ganz spezifisches Herangehen fordern und notwendig machen und dass umfassende Sichtweisen einfach zu durchdachten SEO-Strategien führen. Ich hoffe, ich konnte an dem Beispiel gut zeigen, worauf es ankommt im B2B, was die Learnings sind. Ich freue mich auf die Fragen. Lassen uns diskutieren und insofern vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich jetzt gleich auf die Fragen von Markus. Jo, vielen Dank, Jens. Ich freue mich auch auf viele Fragen. Ich fange mal mit einer an. Du hattest ganz am Anfang ja geschrieben, dass der Kaufprozess relativ lang ist. Wie geht ihr so damit um, dass das natürlich das Tracking oder die Attributierung relativ erschwert? Das ist ja sehr schwierig, weil letztendlich ist es immer eine Frage der Tracking-Systeme, ob die das ermöglichen. Also wir haben ganz oft den Fall, dass es halt nicht durchgängig getrackt werden kann. Das kann man letztendlich nur damit lösen, indem man wirklich auch SEO ganz klar zur Lead-Generierung nutzt, wo letztendlich auch geprüft werden kann, dass man verschiedene Lead-Ziele hat für die verschiedenen Kaufprozessphasen. Heißt, wenn er ganz am Anfang in der Problemerkennung ist, ist das Ziel vielleicht erstmal nur eine Broschüre oder ein Video oder ein Newsletter und weiter später ist es vielleicht ein Datenblatt oder wie heute bei uns hier ein Webinar oder ein Callback-Formular oder ein Erstgespräch, Beratung vor Ort, was auch immer, wo man Kontakte generiert. Und wir dadurch auch messen können, mit welchen Suchbegriffen ist er in welcher Kaufprozessphase eingestiegen und wo wurde er generiert, weil wir verlieren ihn leider, weil wir haben nicht selten Kaufprozesse, die gehen in 1200 oder mehr,
Und das Cookie-Tracking greift da einfach nicht mehr, weil es dann schon seit Monaten ausgelaufen ist und die Cookies abgelaufen sind. Zumal es eine Tendenz gibt, dass viele Cookies im B2B-Bereich nicht mitgenommen werden, sprich gelöscht werden, nachdem der Browser geschlossen wurde, was das Ganze enorm erschwert. Okay. Eine Frage von Laura Breitsprecher. Ist es nötig, langen Text zur Suchmaschinenoptimierung zu haben oder kann man Texte kürzen? Das ist natürlich so der ewige Kampf der SEOs gegen die Leute, die eigentlich nur noch Bilder haben wollen. Genau, also die Websites an sich haben sich natürlich von der Textorientierung zu einer Bildorientierung entwickelt. Rein aus Nutzenkommunikation, aus Gründen der Textstilistik und des Leseverhaltens sind natürlich präzise, kurze, knappe Texte wichtig. Aus SEO-Sicht brauchen wir aber ein bisschen Futter und ein bisschen was für Google und die Suchmaschine, den Crawler. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich einen mittellangen Text hat, beziehungsweise die Seite so strukturiert, dass der Text nicht lang und erschlagen wirkt, sondern durch Usability-Aspekte und Usability und SEO gehören nur einfach mal untrennbar zusammen. Das sehe ich als ganz wichtigen Aspekt. Deswegen zu kurze Texte ja, im Einstieg auch gerne emotional geschrieben, gerne kurz und knackig, in der Tiefe der Website, in der einzelnen Seite oder über die Website Seiten hinweg innerhalb einer Website sollten denn schon tiefere Inhalte und längere Texte enthalten sein. Okay. So auf das Thema Offpage warst du jetzt eigentlich nur kurz eingegangen nach dem Motto, legen wir eigentlich keinen Fokus drauf. Merkst du trotzdem, dass ganz bestimmte Offpage-Strategien gut funktionieren und manche einfach überhaupt nicht? Also was wir merken interessanterweise ist, dass so ein bisschen diese Thematik Foren und Communities wie so ein Phönix aus der Asche wieder emporgestiegen sind und an Bedeutung gewinnen. Wir merken halt auch, dass wenn wir guten Content haben, also das ist so wie so eine Kette, also wir brauchen Nutzen, also wir müssen mit Nutzen ansprechen, die Zielgruppe, wir brauchen dafür Content. Den Content brauchen wir, um halt die Leute in der Situation abzuholen und den Content können wir wiederum nutzen, über Social Media zu verbreiten oder um Links zu generieren. Also alles hängt an den Contents, die wir brauchen und dann gibt es auch die Möglichkeiten, Links zu generieren. Nur wir können halt nicht einfach so Links generieren für irgendeine Seite, wenn wir den Content nicht haben. Also da sind auch einfach die Seitenbetreiber, die Portalbetreiber, die Blogger, was auch immer, nicht bereit. Die wollen halt auch einen Mehrwert haben, auch für ihre Leserschaft. Und Linkbuilding ist insofern schwer, weil wenn kein Content, dann kein Link. Und dann noch die Quelle finden, wie selbst für eine Datenbank von 450, 500 Quellen, wo man theoretisch einen Link raus generieren könnte, so eine Fachmediendatenbank für B2B. Und die sind halt je nach Branche sehr, sehr wenige und dementsprechend schwierig. Aber wir haben letztes Jahr zum Beispiel eine Link-Bait-Kampagne gemacht, wo wir quasi eine Story aufgebaut haben mit PR, mit Video, nee, mit Bild war es, mit Bild, mit sogar einem Radiospot, mit einer Pressemitteilung etc., die das Thema gepusht haben, wo dadurch auch viele, viele gute Backlinks entstanden sind. Und wenn man das heute noch sucht, dann ist die Bildersuche nach wie vor dominant und da wird das Unternehmen sehr, sehr gut gefunden zu den bestimmten Begriffen, die wir da fokussiert haben. Das geht schon, ist aber entsprechend aufwendig. Okay. Wenn du sowas sagst wie Linkbait und so, B2B verbindet man ja oft so mit, ich sag mal, dem so einem normalen Mittelständler, familiengeführt, sehr tradiert, nicht so experimentierfreudig. Mhm. Merkst du, dass du mit solchen Themen, also musst du die anstoßen oder kommt da mittlerweile auch sehr viel, dass Unternehmen sagen, wir wollen jetzt mal Content Marketing machen und Linkbait und so? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es hängt wirklich ganz stark davon ab, von der Person, die es treibt. Kann ich gleich mal drei Beispiele nennen. Ein Beispiel, der Sohn vom Chef ist jetzt irgendwie in einer nachfolgenden Generation vom Unternehmen, ist ja wesentlich versierter und sensibilisierter für diese Themen und sagt, wir müssen da machen und wir gehen da voran. Oder das ist der Marketingleiter oder jüngere Marketing-Teammitglieder etc., die das pushen, das Thema. Das ist eine gute Voraussetzung. Dann gibt es die Fälle, wo die Firmen sehr vertrieblich orientiert sind. Da braucht man viel Aufklärungsarbeit, da muss man schulen, da muss man sensibilisieren, da braucht man Workshops machen, dass sie das erstmal verstehen, was das Potenzial ist, bevor überhaupt investiert wird. Es hängt aber auch immer damit zusammen, wie stark die Leute sich informieren, also einen Sucher da lesen oder einen Blog oder was auch immer, um sich bewusst zu machen, wie wichtig das Thema ist.
Und der dritte Fall ist halt der, wo das Unternehmen eben noch überhaupt gar nichts macht und es gar nicht realisiert, aber da, das ist quasi der Fall der Problemerkennung. Die müssen quasi aufgeklärt werden, dass SEO sinnvoll sein kann. Da müssen sie es erkennen. Und wenn sie es erkennen, dann kann man mit ihnen ins Gespräch einsteigen. Okay. Du hattest ja kurz nochmal den Keyword Planner gezeigt von Google und auch nochmal darauf hingewiesen, dass so Suchvolumen eigentlich nicht alles ist. Also ein Suchbegriff kann hohes Suchvolumen haben, aber wenn das jetzt viel von Privatmenschen gesucht wird, hilft es einem halt auch nichts. Mhm. Guckt ihr euch im Endeffekt wirklich für jeden Suchbegriff nochmal die Suchergebnisse an, um solche Sachen auszuschließen, oder gibt es dafür auch irgendwelche Tools oder Prozesse? Ja, also mit Tools kommt man im B2B echt nicht weit. Also wir haben so viele SEO-Tools, Keyword-Tools, was auch immer angeschaut, da sind die Datenbanken alle nur mäßig geeignet für B2B. Es ist wirklich viel händische Arbeit, muss man wirklich sagen. Also es ist eine Frage der Erfahrung, ob man die Branche schon kennt, ob wir schon mal dort Erfahrungen gesammelt haben oder wie umfassend das Thema ist, aber ja, da muss man schon in die Tiefe einsteigen, muss man schon genauer gucken und auch genau die Dinge ermitteln, die ich jetzt hier in dem Fall für diese Pistenraupen habe. Also Tools ersetzen die Arbeit leider nicht. Oder eigentlich gut, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass man manuell daran geht, hat man auch oft eine bessere Qualität. Okay. Noch eine Detailfrage von Susanne Dietsch. Beeinflussen Dateiinformationen, die für Bilder in Photoshop hinterlegt werden, das Google-Ranking? Oder reicht das aus, was ich im CMS einstelle? Da geht es natürlich auch nochmal ums Thema Bildersuche. Das ist eine super operative Frage. Da müsste ich fast noch eine Kollegin mal hinzuziehen. Ich glaube nicht. Also ja, die Bildunterschriften oder Bildbeschreibungen, Alttext etc. sind sicherlich auch ein Punkt als Rankingfaktor. Der ist jetzt nicht mehr so entscheidend. Ne? Wir kennen ja alle so die aktuellsten Erkenntnisse zu Rankingfaktoren und da ist die CTR-Quote nun mal im Index mit die wichtigste. Aber die Photoshop-Dateimitgabe, also was wichtig ist, sind so Dateinamen. Also ob es mit jetzt Image01.jpg heißt oder ob es halt Pistenraupe-Leutenreparierung.png heißt, ist dann vielleicht schon wichtiger. Aber die Photoshop-Daten, also die Details würde ich da nicht mitgeben. Mhm. Aber es kann auch nicht schaden. Also. Ja, sehe ich vollkommen ähnlich. Du hattest das Produkt Beast gezeigt. Als SEO wird man natürlich gleich hingehen und sagen, ja, okay, Beast ist vielleicht ganz nett, aber eigentlich wäre es besser, wenn das Ding einfach oder wenn die H1-Überschrift dann starke Pistenraupe wäre oder Pistenraupe für große Flächen, das Beast. Mhm. Sind das so Kämpfe, auf die sich Unternehmen zum Teil einlassen und sagen, okay, ja, für SEO machen wir jetzt alles, oder ist dann wirklich das Beast muss jetzt Beast heißen? Ja, das ist eine große Gratwanderung. Also ja, auf Produktmanagement-Sicht muss da Beast rein und die Produktfeatures und das muss ja so konkret benannt werden, aber wir merken, dass die Firmen schon sensibilisierter sind, wenn sie von uns aufgeklärt werden und man kann es ja ganz simpel lösen. Man kann ja auch in der Textstruktur so rangehen, dass man schon in der Überschrift die Keywords reinbringt und einen Nutzen reinbringt und dann den Produktnamen in zweiter Stelle. Wo interessanterweise ja auch da die Frage ist, wo bringt man es rein, in die H1 oder in die H2? Aber unter uns, ob das Ding jetzt Beast, Leitwolf, Schneekatze, Mickey Mouse heißt, ist erstmal völlig zweitrangig. Es geht darum, dass derjenige in der Situation abgeholt werden muss und die Suchanfrage muss eine Brücke bilden zu der Website zur Suchanfrage. Und da will ich auf den Produktnamen erstmal verzichten. Das kann sich später noch auflösen in der Seite, dass derjenige es versteht. Aber in erster Instanz würde ich da nicht so auf Produktnamen gehen. Okay. Du hattest ja kurz gesagt, so in den Suchergebnissen findet man sowohl Hersteller als auch Händler. Glaubst du, dass irgendeiner von denen einen leichten SEO-Vorteil hat oder ist das Spiel ausgeglichen? Ich habe den Eindruck, dass die Händler einen leichten Vorteil haben. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe es mir angeschaut im Detail und ich hatte den Eindruck, dass die Seiten, also in der, sagen wir es mal so, in dem Shorttail haben die Hersteller scheinbar einen kleinen Vorteil, im Longtail eher die Händler, weil die eben zu diesen anwendungsorientierten Begriffen besser gefunden werden, aber auch zum Teil zu den Shorttail-Begriffen, zu den generischen Begriffen. Also ich habe zumindest für mich abgeleitet, dass die Händler da einen Vorteil haben. Okay. Ja, vielen Dank. Die Zeit ist leider rum, ist auch schnell und super gut rumgegangen. Vielen Dank für den guten Vortrag, Jens. Gerne. Ich wünsche an dieser Stelle schon mal Ihnen allen
Schönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn Sie uns bei den nächsten beiden Webinaren in diesem Jahr auch noch besuchen, und gebe dann das letzte Wort an den Jens ab. Ja, tschüss. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank an Sie alle. Viel Spaß beim Optimieren. Ich hoffe, ich konnte gute Impulse mitgeben. Ich freue mich auf einen Austausch auch gerne über unsere Website, Blog, E-Mail etc. Kommen Sie auf uns zu oder laden Sie auch unsere Seiten runter. Gehen Sie zu Sucher da auf die internetkapitäne.de und ja, Ihnen schönes Wochenende. Viel Spaß beim Optimieren und baldige schöne weiße Weihnachten. Tschüss.